Guten Abend, liebe Freunde der virtuellen Realität Landwirtschaft. Da hier eben die Seilwinde released worden ist, hier ein ganz kurzes Video, wie man denn die Seilwinde bedient. Es hat ja schon in alles 15 ein paar Probleme gegeben, dass viele nicht wussten, wie man die Seilwinde bedient. Und da gab es dann auch schon ein kleines Video dazu und dachte ich mir, das machen wir wieder so. So, mit X kann man hinten das Gitter aufklappen, das steht ja auch oben dran. Und dann mit B die Seilwinde einschalten. So, wenn die Seilwinde eingeschaltet ist, steht hier unten Seilwinde aktiv. Das muss hier unten stehen, sonst ist die Seilwinde nicht an. So, dann machen wir das mal runter. Das ist aber nicht unbedingt was, was sein muss. So, und wenn wir jetzt hier aussteigen, dann sehen wir unten, da steht Abstand zur Winde und eben entsprechend, wie weit wir von der Winde entfernt sind. So. Ich glaube, es ist bei der Seilwinde so eingestellt, dass das Seil 50 Meter lang ist. Das heißt, wenn man länger als 50 Meter entfernt ist, dann kann man keinen Baum mehr anhängen. Ich glaube, dann steht aber unten Abstand zur Winde nicht mehr dran. Nicht ganz sicher. Jedenfalls, dann gehen wir hier zum Baum hin und das war was letztes Mal das größte Problem für die Leute. Die hängen jetzt einen Baum an. Also, wir sehen hier so einen ganz kleinen Punkt in der Mitte, in der Hand, so einen ganz kleinen lila Punkt. Der Punkt muss im Baum verschwinden. Das heißt, wenn ich jetzt hier so dran laufe, so, und dann sehen wir hier unten, kommt Baum gefunden, Taste N zum Anhängen. Wenn der Baum jetzt ganz auf dem Boden liegt, so wie hier, dann kann man hier so mit dran laufen. Ah doch, es geht gerade so. Jedenfalls, wenn man das nicht schafft, dass der Punkt im Baum verschwindet und hier unten nichts kommt, dann muss man in die Hocke gehen. Mit der Taste Steuerung ist es normalerweise und dann eben so an den Baum dran laufen. Und dann kann man mit Taste N den Baum anhängen. So, wenn der Baum jetzt angehängt ist, dann steht hier unten Baum angehängt, Taste M abhängen, Taste K gedrückt halten, winden. Das ist im Grunde selbst erklärend, wenn man die Taste K jetzt gedrückt hält, dann windet es den Baum. Und wenn man die Taste M drückt, man muss da auch nicht an den Baum ranlaufen, man kann die Taste M auch hier drücken oder irgendwo drüben. Jedenfalls, wenn man die Taste M drückt, dann wird der Baum auch gehen. Jetzt winden wir den Baum nochmal her. So, und jetzt haben wir den Baum hier ganz eng dran. Jetzt kommen wir zum nächsten Feature und zwar können wir jetzt hier, wenn wir wieder an den Baum dran gehen, hier hingucken, dann kommt hier Baum gefunden, Taste X zum Anhängen. So, das betrifft jetzt diese kleinen Haken hier. Ich zeige jetzt hier gerade mal mit dem Mauszeiger drauf. Diese Haken hier, hat auf jeder Seite drei Haken dran, an denen man dann einen Baum anhängen kann. Das kann man, damit kann man nicht winden, aber da kann man einen Baum anhängen. Und das machen wir jetzt einfach. Und wenn ich das hier mache, dann wählt er automatisch den nächsten, also der Haken, der am nächsten dran ist, raus. Jetzt drücke ich einfach mal das X. Und jetzt, wie man sieht, hat er hier an den mittleren Haken angehängt. So. Wenn er jetzt hier angehängt ist, dann können wir hier zum Beispiel mit der Taste eben abhängen. Wir können auch vorher abhängen und dann erst mit Taste X anhängen. Auf jeden Fall, dass mit der Taste X anhängen geht, nur wenn der Baum in einem Abstand von ungefähr 1 Meter ist. Ich glaube 1 Meter oder 1,20 Meter lang kann das Seil sein. So, und jetzt ist der Baum eben hier an diesem Haken angehängt. Und auf diese Art und Weise kann man mehrere Bäume rücken. Jetzt können wir auch wieder hier in den Wald gehen und schleppen den nächsten Baum her. Taste N zum Anhängen und wieder Taste K. Ziehen wir den mal ganz dicht dran und dann zeige ich euch auch gleich mal, dass wenn ich den jetzt hier abhänge mit Taste M, dann kann ich den trotzdem mit Taste X anhängen. So, Taste X, Baum anhängen, Taste X gedrückt und jetzt hat er hier das an diesem Seil hier angehängt, eben jeweils am nächsten Seil. So, wir können jetzt noch beliebig weitere Bäume hier natürlich herrücken. Insgesamt können wir hier 6 Bäume anhängen, weil es hier 6 Haken hat, also 3 auf jeder Seite. Aber jetzt hocken wir einfach mal rein und geben das mal an und wie ihr seht, kann man jetzt hier mehrere Bäume damit rücken. Und dann schieben wir den jetzt hier einfach mal zu diesen Bäumen hin. So, und wenn man die jetzt wieder abhängen will, gehen wir einfach wieder dran. Und diesmal muss man wirklich auch dranhängen gehen. Dann kann ich einfach von irgendwo drücken, weil sonst wird's, weiß man ja nicht welchen. Und jetzt praktisch direkt am Baum rangehen. Genau wie anhängen. Und dann steht hier um den Baum angehängt, Taste X abhängen. Dann kann man hier eben Taste X drücken und die Bäume einzeln abhängen. So. Das ist es im Grunde schon. Mehr gibt es zu der Seilwinde nicht zu erklären. Die Seilwinde ist also Open Beta Release. Die Seilwinde kann eventuell noch Fehler enthalten, wobei wir den Singleplayer ein bisschen getestet haben und es scheint im Singleplayer fehlerfrei zu sein. Im Multiplayer funktioniert die Seilwinde nicht. Das steht aber auch überall ganz groß dran. Open Beta bedeutet, das Skript ist freigegeben. Wenn irgendjemand
das Skript umbasteln will, den Multiplayer-Bug fixen. Ich denke mal, es ist eine Kleinigkeit, aber ich bin jetzt nicht mehr, komme jetzt nicht mehr dazu. Oder das Skript irgendwie umbasteln, eine Doppelwinde draus machen, was weiß ich. Das Skript ist frei, kann also jeder damit basteln, was er will. Jo. Ich denke mal, das war's eigentlich. Mehr gibt es zu der Seilwinde nicht zu sagen. Wenn irgendwelche Fragen sind, dann schreibt es einfach in die Kommentare oder so. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit der Seilwinde.